Der amerikanische König ist zurück. Größer, besser und gefährlicher als je zuvor. Das erste Kampfflugzeug der fünften Generation, das auch das erste der sechsten Generation werden soll. Vollgepackt mit einer Reihe von Technologien, zu denen keine andere Nation Zugang hat. Nicht China, nicht Russland und nicht einmal die Verbündeten der Vereinigten Staaten war der Raptor schon immer zu besonders, um ihn mit anderen zu teilen. Mit dem Upgrade des Kampfflugzeugs im Rahmen des NGAD-Programms der sechsten Generation ist er jetzt noch wertvoller geworden. Das Next Generation Air Dominance, NGAD, das ist das Programm der sechsten Generation der Vereinigten Staaten, welches die Aufgabe hat, die nächste Systemgeneration zu entwickeln, die den USA die Lufthoheit in den schwierigsten Einsatzgebieten sichern soll. Das Programm sieht die Entwicklung unbemannter Flugzeuge und Waffen vor, die über eine moderne Vernetzung mit dem bemannten Kampfflugzeug des Programms verbunden sind und über eine große Reichweite, bessere Schutzfunktion und modulare Sensoren verfügen. Die Beschreibung dieses Kampfflugzeugs hatte eine verblüffende Ähnlichkeit mit der Beschreibung eines Kampfjets, das die Welt bereits kennt und fürchtet, der F-22 Raptor. Und so wurde der Raptor in das NGAD-Programm aufgenommen, um nicht nur bei der Entwicklung, Erprobung und Bewertung der Technologien zu helfen, sondern eben auch, um diese Technologien für sich selbst zu beanspruchen. Dies wird im Haushaltsplan für das Fiskaljahr 2023 deutlich, in dem im Rahmen des F-22 Advanced Technology Development Programms beschrieben wird, wie die F-22 als eine Art Ersatz für die Entwicklung von Technologien der sechsten Generation eingesetzt wird. In dem Dokument wird betont, dass das ATD-Programm mithilfe eines schnellen Beschaffungsmodells umgesetzt werde, um Software und Hardware aus verschiedenen Programmen zu entwickeln, zu testen und einzuführen. Gleichzeitig wird die Effizienz erhöht, indem der Technologietransfer sowohl in das NGAD-Portfolio als auch aus diesem herausgenutzt wird. Je nach neuen Bedrohungen, militärischen Prioritäten und Entwicklungskapazitäten. Mit dem Hinweis, dass durch die Verwendung der F-22 als Testobjekt Entwicklungskosten eingespart werden. Und sollte sich das NGAD-Programm dennoch teurer als praktisch erweisen, wäre das nur ein kleiner Rückschlag, denn dann gäbe es bereits einen Raptor der sechsten Generation, der mit einer Reihe von Zukunftstechnologien selbst Gegner der nächsten Generation in Stücke reißen könnte. Aber was sind das nun für Technologien? Mit 14 potenziellen F-22-Upgrades setzt die Luftwaffe alles daran, dass der neue Raptor für Streitkräfte, die nicht gerade Freunde der USA sind, ein Albtraum ist. Und auch wenn selbst die weniger wichtigen Upgrades ziemlich spannend sind, von den Teamfähigkeiten bis hin zur Integration des Tailed Scorpion Helm Displays, gibt es 4 Highlights, die sich von den anderen abheben und die wir uns jetzt genauer anschauen. Die erste der mittlerweile 3 Arten von exotischen metallähnlichen Beschichtungen wurde von dem Luftfahrtfotografen Santos Caceres aufgenommen, als der Jet am 19. November 2021 von der Nellis Air Force Base in Nevada abhob. Das Flugzeug ist mit einer besonderen reflektierenden Beschichtung überzogen, wie man sie noch nie an einem Raptor gesehen hat. Sie wird sorgfältig aufgetragen, um die wichtigen Zugänge und kritischen Systeme des Jets nicht zu stören, und soll zweierlei bewirken. Zum einen wird die Signatur der F-22, vor allem im Infrarotspektrum, reduziert, wodurch die ohnehin schon geringe Radarsignatur des Jets noch kleiner und der Tarnkappenjäger noch tarnfähiger wird. Die andere Idee wurde geboren, nachdem man eine ähnliche Beschichtung auf der exotischen Tragfläche des Scaled Composites Modell 401 Son of Eris Demonstrators gesehen hatte, der eine Reihe von Testflügen in Kalifornien absolviert hatte. Damals wurde die Beschichtung als Hilfsmittel für die Prüfung neuer Infrarotsensoren angesehen, da die Air Force deutlich gemacht hatte, dass eine große Anzahl von Tests mit Infrarotsuch- und Verfolgungssystemen in Gang war. Genannt IRST Systems. Am 27. April dieses Jahres postete General Mark Kelly, der Chef des Luftkampfkommandos der US Air Force, auf seiner Instagram-Seite ein interessantes Kunstwerk, das 3 F-22 Raptors zeigt und auf die vorgesehenen Upgrades hindeutet.
Auf dem Bild sind die drei Flieger mit facettenartigen Pods unter ihren Flügeln ausgestattet, die den Pods ähneln, die unter den Flügeln eines F-22-Testjets zu sehen waren. Es ist unmöglich, mit Sicherheit zu sagen, was die Aufgaben dieser Pods sind. Aber die IRST-Aktivitäten der Air Force deuten darauf hin, dass es IRST-Pods sind. IRST-Sensoren sind in der Lage, sowohl getarnte als auch ungetarnte Flugzeuge aus meilenweiter Entfernung passiv aufzuspüren und sind dabei immun gegen elektronische Kriegsführung. Da die elektronische Kriegsführung für die modernen Luftstreitkräfte mittlerweile zum Alltag gehört, wurden IRST-Funktionen für den Raptor schon lange erwartet. Im Laufe der Jahre hat die Luftwaffe Berge bezwungen, Meere überquert und das Metaversum durchquert, um zu einem IRST-Pod zu gelangen, der die Platzprobleme im Inneren des Raptors löst und die hohen Kosten für den Einbau von den Systemen vermeidet, selbst wenn der Platz im Flugzeug ausreicht, um ein Fußballstadion zu bauen. Um auf General Mark Kellys Post auf Instagram zurückzukommen, wurden die drei F-22 auch mit neuen Treibstofftanks ausgestattet, die als Long Drag Tank and Pylon bekannt sind, kurz LDTP. LDTP ist für die Luftwaffe so wichtig, dass sie gleichzeitig an zwei verschiedenen Programmen beteiligt ist. Dem EMD-Programm Engineering, Manufacturing und Development und dem ATD-Programm der NGAD. Die LDTP-Anordnung bietet die Lösung für eine der größten Schwächen des Raptors, seine Reichweite, da das Kampfflugzeug bei Einsätzen über große Entfernungen oft tarnkappengefährdende Außentanks mitschleppen müsste, zum Beispiel über dem Pazifik, wo China den USA große Sorgen bereitet. Der LDTP ist tarnfähiger und aerodynamisch effizienter als die ursprünglichen 600 Gallonen Treibstofftanks der F-22. Kleinerer Luftwiderstand, größere Reichweite, besserer Überschallflug, das macht den Raptor in jeder Sekunde gefährlich. Außerdem sind die Pylone im LDTP mit einer intelligenten pneumatischen Zahnstangentechnologie ausgestattet, um die Abwurfleistung genau zu steuern und haben eine glatte Oberfläche für noch kleineren Widerstand. Die vielleicht interessanteste Enthüllung in General Mark Kellys Instagram-Post ist eine Rakete, die von einer der drei F-22 abgefeuert wurde. Eine Rakete, die es so im US-Bestand noch nicht gegeben hat. Es ist nicht klar, welches der vielen Raketenprogramme es ist, aber es könnte sich um die AIM-260 Langstreckenrakete Joint Advanced Tactical Missile handeln. Die Rakete ist so konzipiert, dass sie in denselben Rahmen passt wie die F-22-kompatible AIM-120 MRAM und soll bereits im nächsten Jahr eingesetzt werden, wenn auch die neuen F-22 eingeführt werden könnten. Die AIM-260 ist eine Luft-Luft-Rakete und als Antwort auf die modernen Langstreckenraketen gedacht, die von potenziellen Gegnern entwickelt werden, wie zum Beispiel die chinesische PL-15. Die AIM-260 wurde 2019, zwei Jahre nach dem Start ihrer Entwicklung, erstmals vorgestellt und soll die AIM-120-Raketen ablösen, wenn sie zum Standard-Luft-Luft-Lenkflugkörper für die FA-18EF Super Hornet, die F-35 Lightning II und die F-22 Raptor wird. Die Fähigkeit des Raptors, eine Waffe einzusetzen, die mindestens zwei Jahrzehnte älter ist als er selbst, ist ein Beweis dafür, wie flexibel der Raptor sein kann. Und diese Vielfalt zu erhalten, muss ein Grund sein, warum die F-22 nicht exportierbar ist. Aber es gibt noch mehr Gründe. Während die Gespräche über die sechste Generation ständig wachsen, wird schnell vergessen, wie innovativ die fünfte Generation der Kampfflugzeuge ist. Und an der Spitze dieser Revolution stand der brandneue F-22 Raptor. Ein Kampfflugzeug, das man damals buchstäblich in eine eigene Klasse einordnen musste. Eine Kombination aus Tarnkappe, sprachloser Kommunikation, Geschwindigkeit, Wendigkeit, Situationserkennung und Bewaffnung, die es zum unbestrittenen König der Luftüberlegenheit werden ließ. Und damit der Jet diese Dominanz so lange aufrechterhalten konnte, musste die US-Regierung ein Bundesgesetz erlassen, das bis heute gilt und den Verkauf oder Export der F-22 an andere Nationen, egal ob Freund oder Feind, verbietet. Wäre dieses Gesetz nicht erlassen worden, hätte die F-22 inzwischen viele Nachahmer gefunden, denn sie ist nach wie vor das beste Kampfflugzeug. Ein weiterer Beweis dafür ist die Tatsache, dass sie und nicht die neuere F-35 für die Entwicklung der nächsten Generation verwendet wird.
Auch dieses Flugzeug wird wahrscheinlich nie exportiert werden. Ein Modell, das sowohl die militärische als auch die zivile Luftfahrt zu dem gemacht hat, was wir heute sehen. Ein Flugzeug, das von Radaren praktisch nicht gesehen werden kann, während es sich am helllichten Tag schneller als mit Schallgeschwindigkeit bewegt. Die F-22 Raptor, ein guter Sportsmann, der nicht nur sein eigenes Nachfolgemodell entwickelt, sondern der auch dafür sorgt, dass du diesen Kanal abonnierst und diesem Video ein Like gibst. Das wäre alles für den Moment. Danke fürs Zuschauen.